Ja, es ist da, Leute. Hier ist Batman Arkham Origins für die PlayStation 3. Ja, ich habe mir das Spiel vor Monaten schon vorbestellt und heute ist endlich da. Eigentlich ist morgen der Release-Tag, aber heute hat die Post mir dieses super schöne Spiel dagelassen mit einer Special Edition, die ich gleich zeigen werde. Ja. Gut, Special Edition war gut, Steelbook eigentlich. Es ist keine Figur. Es ist die ganz normale Version eigentlich. Nur halt gibt es dann Vorbestellerboni von Deathstroke DLC, zwei Challenge Maps und zwei Skins. Und Nightfall Pack mit fünf Challenge Maps und zwei alternativen Skins. Das Spiel ist ab 16 und hat hier vorne drauf natürlich den jüngeren Batman. Die beiden Vorgänger von diesem Spiel waren schon fantastisch und super gut gemacht. Und der dritte Teil wird das, denke ich, auch noch toppen. Hier, so sieht es von der Seite aus. Und so. Oh, wie kann man denn auf so einer Farbe weiße Schrift anwenden? Also, das ist ja schrecklich. Naja. Deine Feinde werden dich prägen. Die Assassine von Black Mask. Kämpfe gegen acht der tödlichsten Assassinen im DC-Universum, die für ein Preisgeld von 50 Millionen Dollar auf Batmans Kopf gegeneinander antreten. Durchstreife die Straßen von Gotham City. Erkunde die riesige Stadt Gotham, verhindere Verbrechen, löse Rätsel und suche nach den Erpressungsdaten eines Hackerschurkens. Ja. Der erste Kontakt. Erlebe Batmans erste Begegnung mit einem seiner argsten Feinde und engsten Verbündeten. Erweitere dein Arsenal. Rüste dich auf deinem Streifzug durch die Straßen der Stadt. Mit der mächtigen Fernkampfklaue und den verheerenden Schockhandschuhen. Aus und besiege deinen Feinde mit spektakulären Moves. Nimm es mit deinen Freunden im neuen Mehrspielermodus auf. Spiele als Batman, Robin oder als elitäres Mitglied von Jokers oder Banes Gang. Ja, das Spiel hat zum ersten Mal Multiplayer. Ist ein Spieler, mindestens 4,7 GB sind nötig auf der Festplatte. 6-Axis-Unterstützung, DualShock 3 und 27P. Netzwerkfunktionen, Netzwerkspieler 3 bis 4 Spieler können antreten. Ja, ist eigentlich super gemacht, nur ja, war ein bisschen schwer zu lesen, aber gut. Bei diesem Spiel verzeih ich's mal. Packen wir das schöne Ding mal aus. Wow. Pre-Launch. Morgen ist ja der Launch, wie gesagt. Und so. Na. Will nicht. Es muss. Es muss, Leute. So. Ich schau mal kurz, ob da Codes. Darf ich natürlich nicht zeigen, sonst habe ich keine DLCs mehr. Eventuell. Naja. Check die mal ab hier. Ja. Gut. So. So sieht die DVD aus. Zu diesem geilen Spiel. Und hier sind halt die Codes drauf. Vorne zwar Werbung. Comics zum Videogame. Batman. Arkham City Comics. So, dann habe ich hier den Deathstroke Challenge Map Code und davor ist Deathstroke drauf. Und das ist wohl Nightfall. Sieht mir sehr nach Batman aus, wie so ein Roboter. Roboter Batman. Nightfall Pack. Und hier ist das Booklet zu diesem tollen Spiel. So. Ja, im Booklet ist nicht viel drauf. Leider, das Booklet ist ziemlich dünn. Nur das Erwähnenswerte ist halt hier vorne Batman drauf. Ja,
Das war das Unboxing. Ach, da haben wir noch was anderes. Das ganz vergessen. Ja, da ich es vorbestellt habe, gibt es bei Amazon exklusiv ein Steelbook dazu. Und raus. Oh, wow. Das sieht ja klasse aus. Das war auch so in so einem dicken Paket drin. Extra verpackt. Wunderschön. Okay. So. Oh, das sieht echt schön aus. Das Steelbook dazu. Arkham Origin. Hier so. Toll. Hinten ist Batman. Ja, gut. Die ist noch leer, aber da kommt jetzt das Spiel rein. Und hier vorne ist auch eingeprägt Batman. Zeige ich euch mal von hinten. Wow, krass. Sieht echt cool aus. Ihr könnt mich da jetzt ein bisschen sehen, aber ist ja nicht so schlimm. Sieht echt toll aus. Also das Steelbook sieht echt klasse aus. Das war das Vorbestellerbonus zu diesem Spiel. Ja, das war das Unboxing zu diesem, ich sag's immer wieder, ein tolles Spiel. Ich habe es auf der Gamescom getestet. Also es macht schon eine Menge Spaß. Ich werde das Teil gleich mal in die PlayStation 3 reinwerfen und mich als Batman verkleiden und auf Verbrecherjagd gehen. Das war's Unboxing, Leute. Bis demnächst. Bye, bye.